Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Weiter geht's bei Hot Wheels Soulstorm. Ich habe versucht, die letzten beiden Mudokons zu finden. Ohne Erfolg. Ich weiß wirklich nicht, wo die noch sein sollen. Das Level ist nicht so groß. Ich nehme es jetzt einfach in Kauf, die zwei dann eben nicht zu finden. Ihr seht schon, ich habe übrigens auch schon den Generator in Gang gesetzt und hier unten den Checkpoint schon aktiviert, weil ich dachte, hier ist vielleicht irgendwie was, dass die Kabel hier weiterführen, irgendwo hin. Nope, anscheinend nicht. Oder ich konnte es einfach nicht finden. Und mir sieht es auch ganz danach aus, als würde es hier jetzt weitergehen. Ich habe auch schon eine Vermutung. Ihr seht ja da unten diese Stacheln auf diesen Plattformen. Ich glaube, wir müssen uns im richtigen Moment immer unten an die Plattform, an den Fahrstuhl hier dranhängen, um den Sichtkegel hier von ihnen zu entgehen. Also ich stelle mich schon mal hier hin. Okay, das war nix. Das war nix. Okay, gut, dass hier direkt ein Checkpoint ist. Das probieren wir doch gleich nochmal. Oh, das ist aber fies. Oh, jetzt hat er uns schon wieder gesehen. Ja, okay, okay. Aber chatten können wir hier doch. Upsala, chatten können wir doch hier nicht, oder? Oh doch, können wir. Au. Oder auch nicht. Ah, Moment mal. Das fällt sich hier mal ein. Komm, fahr dich wieder ein. Oh, scheiße. Komm, übernehmen, übernehmen. Jetzt hilft alles nichts. Jetzt muss man hier aufräumen. Oh, oh. Oh nein. Sie haben uns entdeckt. Ich war zu langsam jetzt mit dem nächsten Übernehmen. Ja, okay. Aber so geht's. Da muss ich nur etwas cleverer anstellen. So, wir warten jetzt, bis sich das Ding wieder einfährt. Deshalb sind auch manche so kaputt. Dann geht's mal ja, mal nein. Den haben wir jetzt gleich. Wir müssen einfach dicht genug ran. Der hat einen verdammten Shotgun. Oh. Oh, oh. Kann das mal so einfach? Oh, scheiße. Der hat Maschinengewehr. Das wird ein knappes Ding. Zum nächsten. Peng. Und tschüss. Da mussten jetzt halt mal welche töten. Das wäre sonst anders nicht möglich gewesen. Okidoki. Oh, was haben wir hier unten alles Feines? Erreiche die zweite Kreuzung. Können wir uns noch ein bisschen... Kommen wir da jetzt durch? Oh, das ist ja scheiße. Wie kommen wir denn da jetzt? Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß, wie wir da durchkommen. Wir haben kein Zeug. Ich probiere es jetzt einfach. Und wenn es falsch ist... Ich meinte jetzt nicht den Sprung. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, da irgendwie irgendwo hinzulanden. Aber wenn es falsch ist, dann... So schwer war die Passage jetzt noch auch nicht. Überraschung. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Schon gut ab, die Pumpgun hier. Ach scheiße, nein. Das war natürlich nicht geplant. Tut mir leid, Abe. Ich könnte einfach auch natürlich auswählen am Checkpoint wieder neu starten. Aber das dauert, glaube ich, echt länger, als das so hier zu machen. So, schön dicht dran. Weg. 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 Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, scheiße. Ja, so viel dazu. Komm, komm, komm. Ah, Mist. Jetzt hätten wir da fast den nächsten übernehmen können. Ich hab's probiert. Oh, 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 oh. Jetzt wird's aber eklig. Scheiße, die sind nämlich hier zu dritt. Was hat der für eine Waffe? Oh, das verdammte Maschinengewehr. Der auch. Nee, der hat einen Raketenwerfer. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, was ich vorhabe. Oder ob wir da vielleicht... Ja! Okay, ich dachte, wir bräuchten vielleicht einen Raketenwerfer. Aber es funktioniert tatsächlich. Gut, dass ich es probiert habe. Ja, da lacht er sich wieder tot, der gute Ape. So, hier mit dem Gelee. Gelee Royal. Und hier haben wir eine Tür. Vielleicht sind ja hier auch die zwei Mudokons. Auf jeden Fall schon mal ein Geheimareal. Und ein Haufen Penner.
gucken wir mal. Oh, okay. Die eine lief eben recht weit hier rüber, oder? Oh, guck mal, da steht ja auch einer. Den habe ich eben gar nicht gesehen. Na Jungs, alles klar? Ich weiß halt nicht, ob ich das schaffe, die alle bewusstlos zu machen. Der hier steht schon ziemlich beschissen da. Jetzt haut er ab. Beziehungsweise, ob ich da dann überhaupt die Zeit dafür habe. Na, er läuft hier rüber. Wenn, dann jetzt. Oh, scheiße, er hatte kein Klebeband. So viel dazu. Oh, das wollte ich gar nicht. Okay, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ich glaube, an den da oben. Ja, Coffee Break. An den da oben kommen wir da auch nicht ran. Ach, wisst ihr was? Hier sind wir schon mal los. Wo ist denn der Jungen hin? Okay, mit dem laufen wir jetzt erstmal. Laufen wir jetzt erstmal weiter, um zu gucken. Oh, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Die sind eine ganze Menge. Ist die Frage, da sind auch noch so Türen. Nimm sie die Kisten kaputt. Ach, der hat einen Flammenwerfer. Da kommen wir aber mit Sicherheit nicht durch die Kisten, Türen hinten durch. Oh, oh. Ich glaube, das könnte schlechte Idee sein, wenn da Dingens drin ist. Nee, ist es nicht. Was auch immer da drin war, wir haben es jetzt kaputt gemacht. Das war wohl auch nicht so clever, aber egal. Falls überhaupt was drin war, vielleicht war ja auch nichts dran. Na komm. Aber das sieht mir irgendwie auch nicht nach Türen aus, die aufgehen. Die können auch nicht sprinten. Ich meine, in den Vorgängern konnten die hier auch sprinten. Das geht aber mit denen diesmal nicht. So. Gucken wir mal, ob der Klebeband dabei hat, dass wir ihn fesseln können. Stehlen. Der hat den Kupferschlüssel. Guck an. Ja, ne, wisst ihr was? Wir müssen ihn ausschalten. Dann ist das Vogelportal. Ich dachte gerade, ich könnte einfach da liegen lassen. Keine Chance. Der muss auch weichen. So viel zu meinem Pfad der Gewaltlosigkeit. Okay, das sind andere. Hä? Guck mal bitte da unten links. Die sind jetzt komplett am Ende. Okay, offenbar also ist meine Theorie dann wohl für den Arsch. So, und wir haben jetzt... Ups, falsch. Ah ne, hier war das, ne? Ne, auch nicht. Hier war's. Ach, Kupferkreis. Ne, das andere war Silberviereck, was wir bräuchten eigentlich. Für diese Spinne. Ich dachte, wir hätten das jetzt. So. Schön chanten hier und weg mit euch. Das hat sich doch schon mal gelohnt hier. Oh, Moment. Ist hier ein Geheimareal? Im Geheimareal? Ne, immer auch, ne? Als Tipp, falls ich es noch nicht mal gesagt habe. In diesen versteckten Bereichen auch immer mal rollen. Das machen sie nämlich auch gerne. Dass man zwar nicht weiter laufen kann, aber weiter rollen kann. Okay. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, nicht nur in den Zwischensequenzen, sondern auch im Spiel, es ist irgendwie weniger, soll ich denn sagen, auf lustig albern gemacht. Also im ersten Teil konnte man zum Beispiel auch noch, wenn man vor Wände gerannt ist, ist man hingefallen
Was Ape immer sehr unlustig fand. Der hat immer so geknarrt, geknurrt. Und man konnte auch furzen, was auch nicht mehr geht. Im zweiten Teil war furzen, so doof es auch klingen mag, also in Oddworld Exodus, war furzen sogar wichtig. Da konnte man nämlich das Soulstorm trinken. Dann hat man so einen Mega-Furz gemacht und den konnte man mit dem Chanten ja auch übernehmen, wohin fliegen und explodieren lassen, um damit Leute zu erledigen. Ja, die waren deutlich abgedrehter. Ich habe bei dem Teil hier schon das Gefühl, dass er eine Ecke ernster ist. Also auch in den Zwischensequenzen war sonst im ersten und zweiten Teil Ape auch immer sehr tollpatschig. Ist gerne mal irgendwo vorgedonnert oder hat sogar aus Versehen Leute in den Tod gelotst. Im zweiten Teil so einen armen Blindenkerl ziemlich zu Beginn. Also das haben sie hier so ein bisschen abgeändert. Ich bin mal gespannt. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Aber das war immer so ein, ja, unterhaltsamer Kontrast irgendwie. So diese ganze, alter Schwede. Diese ganze Hintergrundgeschichte war ja schon irgendwie ziemlich düster und brutal mit den Slaven-Mudokons und dass sie die essen wollten und was im zweiten Teil noch so alles abging, was ich nicht verraten möchte, wie ich schon gesagt habe mal. Ich möchte ja hier nichts vorwegnehmen, falls sich dann doch Storyparts ähneln sollten. Einmal eben dieser ganze ernste Ton aus den beiden ersten Teilen und dann halt dieses Tollpatschige vom Ape immer wieder. War schon ein ziemlich krasser Kontrast hier, aber irgendwie, also für mich zumindest hat es gut funktioniert. Ich fand es ganz lustig immer. Und hier ist es jetzt dann doch, nimmt sich das Spiel doch deutlich ernster, bislang zumindest. Okay. Na gut. So viel dazu. Weiter geht's. So, eine von diesen eins von diesen Ferngläsern scheint es noch zu geben. Okay, hier können wir hoch. Und zwar ganz schön weit. So, da ist ein Checkpoint. Und wir können hier rüber. Ups. Wir aktivieren erstmal den Checkpoint. Das war natürlich völlig geplant, dass ich da eben runtergefallen bin. Boah. Bin irgendwie auch mal gerade so zaghaft beim Weiterspringen. Jetzt war ich einfach nur vom Timing her schlecht. Muss erstmal wieder reinkommen. Erste Runde, die ich heute spiele. Boah, und das ist natürlich einer meiner Lieblingssprünge. Ach du Scheiße, Leute, es tut mir jetzt schon leid. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich noch 50 Mal sehen müssen. Fuck. Ich hatte das Gefühl, aber so rum habe ich das immer besser hingekriegt. Alter Schwede, komm schon, ey. Yes. Hui. So weit, so gut. Ja. Ja, ganz ruhig. Sehr gut. Geheimareal. Das wollte ich mal euch geraten haben, dass das jetzt was führt. Hier haben wir schon mal ein Portal. Hier unten sitzen welche. Jede Menge Kisten im Weg. Ich befreie die hier aber noch nicht. Das kommt mir irgendwie ein bisschen zu einfach. Wo vielleicht brauchen wir die hier oben irgendwie noch. Nö, hier oben sitzt auch nur einer. Okay, ich dachte, wir brauchen vielleicht hier mal verbesserte Chant-Reichweite. Hey! You're Ape! You saved me just as they said you would! Komm mit. So, schön mitkommen. Also so viel Überschneidung zum Oddworld Soulstorm und Apes Exodus von damals. So viel kann ich schon mal verraten. Beziehungsweise ist nur eine Theorie von mir. Das, was sie krank gemacht hat, war das Soulstorm. Das war zumindest bei Exodus so. Hier haben sie es jetzt noch nicht konkret gesagt, was mit ihnen los ist. Aber das hat dort auf jeden Fall alle krank gemacht. Warum, verrate ich aber noch nicht. Und hier haben wir den letzten von unseren Gucklöchern. Gucklöcher? Warum sage ich denn Gucklöcher? Von unseren Münzferngläsern.
Finde ich aber immer noch eine coole Idee, dass man hier schon mal so ein bisschen vorweg sieht, wo es im Level alles so lang geht. Ist wahrscheinlich sogar noch deutlich cooler, wenn man das Level zum zweiten Mal spielt oder so, bei einem zweiten Durchlauf. Und dann schon weiß, was alles auf einen zukommt und das schon vorher alles sehen und wiedererkennen kann. So, okay. Runter mit dir und runter. Zack, wunderbar. Und wieder ein paar Geräte, das gefällt mir gut. Bisher scheint mir das auch noch... Ach du Alarm, Leute. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir hier. Ja, alles klar. Damit macht uns das Spiel mit den dreien hier überdeutlich. Wir müssen hier alle entschärfen und uns hier einmal komplett durchschleichen. Oh Mann. Ach, zu früh. Ein Tick zu früh. Shit. Uiuiui, das ist wohl echt kein einfacher Abschnitt. Und immer nimmt er die dämlichen Fackeln in die Hand. Das war Nummer 1. Quiek, 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 quiek. Wie können sie im Schlaf bestehen? Wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen still bin, aber ihr merkt, ich muss mich da echt konzentrieren bei diesen scheiß Minen. In den vorigen Teilen war es auch so, da gab es noch deutlich ekligere Zyklen. Beziehungsweise die grüne Taste hat nicht. Hier kommt es mir auch schon ein bisschen anders vor, oder? Oh, so weit, so gut. Jetzt muss ich einmal komplett zurückschleichen. Da muss ich aufpassen, das Vogelportal ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu dicht an dem letzten Gegner dran. Und nicht, dass die aufwachen. So, okay, ich glaube, hier können wir ein bisschen normal laufen. You'll feel better soon. Oh, thank you. I owe you. Ja, wie gesagt, die Bombenentschärfung, die wurde später immer schwerer. Da gab es echt fiese Rhythmen und die Grüntaste war teilweise so kurz zu sehen, da musste man halt wirklich schon auf den Knopf, auf dem Controller der Tastatur eben drücken, bevor es überhaupt zu sehen war. Deutlich bevor es zu sehen war und da den Rhythmus rauszubekommen, alter Schwede, das war schon echt heftig. Also die Spiele, die waren damals schon echt nicht ohne. Das hier hatte natürlich auch schon so seine Abschnitte, ne? Die Szene mit den Mörsern und Snipern. Die hat mir auch schon ein bisschen was abverlangt. Aber gerade den ersten Teil, den fand ich noch deutlich schwerer auch als den zweiten. Jetzt wird erstmal der Checkpoint aktiviert. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ja, scheiße. Das war dumm. Oh, wir hatten jetzt aber richtig Schwein. Den haben wir nämlich bewusstlos bekommen. Das ist einfach nur ein fucking Trick hier, ich merke das schon. Weiter, Leute. Kommt ihr? Kommt ihr hier runter? Können nicht runter. Könnt ihr hier nicht? Die können hier nicht lang. Okay, Moment, wir gucken mal, was wir hier unten noch haben. Spinde. Silbervieck brauchen wir da wieder. Wie soll ich denn das zum Hänger hinkriegen? Hier geht's überall weiter. Moment, aber erst muss ich rausfinden, wie ich die Typen da oben wegbuxiere. Wir dürfen ja hier nirgendwo chanten. Und uns dann die Dinger sofort aufs Korn nehmen. Muss ich das passend timen? Ne, das Ding links ist immer aktiv, das rechts nicht immer.
Holy shit, wie geht denn das? Da kommen wir auch nicht durch. Und hier kann ich auch nicht chanten. What the fuck? Da haben wir kein Zeug für. Das Ding ist auch immer aktiv. Okay, ihr steht ja hier oben relativ sicher. Aber ich komme hier nicht runter. Kommt doch hier runter, euch passiert doch nichts. Scheiße, ey. Okay. Beziehungsweise eigentlich gar nicht okay, wenn wir jetzt so machen. Ach nee, das Ding schießt ja auch unser Lichtlein ab. Dann gucken wir erstmal, wo es hier unten weitergeht. Aber, ihr ahnt es schon, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao.